Ich da noch weiter. Jetzt habe ich über 500.000 Drohnen, ey. Hey, ja, gut. Oh, da ist der nächste Knallenpunkt. Mal sehen, was wir hier machen können. Runterfallen! Och Gott, ey, wir haben echt das noch gerettet, irgendwie. What the fuck? Ja, okay, ich laufe lieber ohne Pferde, ey. Sonst falle ich wieder runter. Ach Gott, ey, ich dachte ernsthaft schon, ich würde da runterfliegen. Gigantisch, ey. Wirklich. Schmiede der Riese. Ach du Schande, gibt's da einen sicheren Weg nach unten? Da, das ist ein Riss. Hat mehrere Risse. Überlebe ich nicht. Geil. Okay. Bin ich da jetzt noch mal hingegangen? Ah, gut. Also das ist kein Safe Point da unten. Gut. Ich habe einfach viel zu viele Runen mit mir rum, ey. Die zu verlieren wäre schon sehr bitter. Bevor uns das mit dem Pferdchen wieder passiert, gehen wir direkt zu Fuß, oder? Naja, haben wir bessere Kontrolle. Okay, gibt's hier irgendwie einen sicheren Weg nach unten oder kann man da nicht runter?
Da ist ein weiterer Knotenpunkt, okay. Ist das ein Zeichen? Sieht aber... Ich kann tatsächlich landen. Kann ich nicht. Ey, da hat mich der Regenbogenstern wieder angelogen. Ja, die Frage ist halt, können wir da überhaupt irgendwas machen? Ja, ist auf jeden Fall sehr gigantisch. Wir fahren mal richtig, ey. Ach Gott, ich brauche echt mehr Regenbogensteine. Was mache ich hier? Big Testung. 24 Stück kann ich noch machen. Versuche es ist wert, wir können es eh schwer verlieren. Nee, egal wo du hinspringst, du bist tot, also keine Ahnung. Was der Abschnitt soll. Muss man bei der Schmiede der Riese machen ran. Warum da ein Knabenpunkt ist, warum man überhaupt dahin kommt. Hin kann. Warum man überhaupt dahin kann. Was für einen Sinn das hat, wenn man überall, wo man hinspringt, einfach tot. Der Tod auf einen wartet. Ja. Keine Ahnung, ey. So macht es auch keinen Sinn.
Steuerhäuser. Ich frage mich, ob man irgendwie anders so dahin kommt. Aus den unteren Teilen. Was gibt's das überhaupt? Ja, keine Ahnung. Ist jetzt sonst noch irgendwas lootmäßig oder so? Nicht, oder? Ein riesen großer Bossfighter. Lol. Wahnsinn, was für eine riesige Fläche. Ja, er hat's gedacht. Da könnten wir nicht, da können wir nicht landen. Gigantisch, muss ich schon sagen. Ach, auch noch so ein Totenschädel, genau. Um zu sagen, dass hier nur der Tod wartet, wenn man da runter möchte. So, jetzt würde mich schon interessieren, was da vorne ist. Erstmal da schon. Einfach riesig, ey, wirklich. Ach du Schande.
Naja, hätte man auch besser anstellen können. Ach, warum zur Hölle sind hier drei Vögel? Ist eigentlich beides effektiv, hm? Versuchen wir es mal mit Blitz. Naja, der nervt uns mehr. Wie verzögert würde er noch die Flasche trinken? Ja. Die Vögel sind einfach schlimm. Habe ich vorhin aber besser gemacht. Das wird mal. Ja, geil dann. Oh. Warum müssen da auch so viele Vögel sein? Ich bin wieder da, geil. Na hoch. Oh, der Drachenschmiedstein. Oh, nice. Oder ist sogar ein Ort der Gnade. Kirche der Ruhe. Jetzt können wir endlich unsere Waffe vollständig verstärken. Und noch eine heilige Träne, geil. Okay, schön. Ich glaube aber, die Rune reichen noch nicht wirklich ganz aus. Kirche der Ruhe. Wir haben mir die Fühlen jetzt gegeben. Ach,
Ach, das sind Schnecken, lol. Und ein Riese, der schläft. Sollen wir ihn aufwecken? Was? Ey, der war schon tot. So gut wie. What the fuck, okay. Ah, da hat uns zu doll überrascht. Ärgerlich. Was machen wir dann nur mit der ganzen Runde? Das wären noch paar Stufen. Ich überlege echt, dann die ganze Runde auch hinterher zu schmeißen. Das würde echt viel werden. Ah ja, da vorne. Wie könnte das jetzt nur passieren, ey? Gut. Was? Danke, der droppt sogar was, Adamblatt. Okay. Eher an was anderes gedacht, aber schön. Ist da was? Ein Vogel. Gehen wir noch mal zurück.
Ich weiß nicht, warum ich dachte, dass das ein liegender Gegner ist, aber es ist es nicht. Also, die bilden eine richtige Burg aus. Wie, die hat überlebt? Ey, das gefällt mir gerade überhaupt nicht. So oft wie ich sterbe mit den ganzen Runen. Ich weiß nicht, warum ich die nicht gleich einfach ausgebe, alle. Ja. Noch ein bisschen mehr sammeln möchte. Voraussetzung. Diesmal kam der anderen aber nicht. Ah, dazwischen. Das sind Ratten. Zum Glück, die haben mich nicht bemerkt. Oder hat sich was getroppt? Wächtergarnison. Naja, es hat Blutungsdampfer, nicht wie es aussieht. Müsste mich da so übelst überraschen.
Noch mehr Ohren. Okay. Ich höre hier auf jeden Fall Ratten. Und ich bin mir sicher, ey. Ich meine, ich kann hier Geister rufen und das hat bestimmt einen Grund. Deswegen. Mache ich mir. Noch. Machen die auch Blutschaden? Haben die Blutungswaffen dabei, weil das so schnell geht, ey? Krass. Wie komme ich hoch? Leiter? Da ist ein Alter, ey. Und weiß er nicht. Gott, sieht das geil aus. Oh, die sind aber schnell nachgekommen. Na ja, gut, sind auch Geister. Flammenwächter. Ah, ihr macht mir Angst, warum ihr weiter angreift. War das alles? Ist das wirklich tatsächlich alles gewesen jetzt? Ah, okay, sieht zwar geil aus, aber es hat kaum was. Da habe ich was übersehen. Das scheint wirklich tatsächlich alles gewesen zu sein. Oder auch nicht. Ach, das schon, ich muss von da aus. Okay, da gibt's doch noch einen Weg. Nach oben. Schön. Der Schaden, ey. Einer gegaschelt. Uff. Alter, die hat mich jetzt echt fast noch gekillt, ey. Krass, so schnell.
Ah, da geht's noch weiter höher. Okay, interessant. Kommen wir da dann zum Portal. Herr Antulians. Oder ist es ein Skarabäus? Gebetbuch der Riesen. Des Riesen. Okay, nice. Ist das irgendwie über mir oder? Geil. Da gibt's auch noch einen Weg. Ach, sind das meine Geister? Okay, dafür bin ich hier nochmal hingekommen. Andererseits. Ich kann da auch noch rein. Was mir nichts bringt, geil. Oder? Doch, da ist noch was. Schotterstein. Wow, okay. Dafür habe ich das jetzt gemacht. Und da kann man es jetzt mal machen, geil. Ich muss das jetzt echt riskieren. Ich denke nicht. Da geht es definitiv in den Abgrund. Ob du nicht überlebst. Okay, ich dachte schon. Hier ist auch nichts mehr darunter versteckt, ne? Da war noch was. Damit haben wir den kurzen Wächtergarnison Dings da Besuch abgestattet.
Ah, die haben auch kaum Schaden bekommen, ey. Wahnsinn. Ja, das Master habe ich irgendwie abbekommen, warum auch immer.